Wir haben es die letzten Tage immer wieder gehört. Wir Deutschen stehen an einer historischen Schuld, durch den Holocaust das jüdische Leben zu schützen. Nun sieht man aber, dass das Land, was den europäischen Juden in erster Linie, nicht nur den europäischen Juden, damit man mich nicht falsch zitiert, zugewiesen wurde, dass es dort seit 1948, seit der Gründung des Staates Israel und sogar davor schon immer wieder nur Probleme gibt. Wir wollen ja die Sicherheit, vor allen Dingen wegen dem Holocaust. Welches Land muss dann eigentlich dafür büßen? Müssen dann die Palästinenser, die, ich sage mal, Ureinwohner, ja, von Palästina, in Anführungsstrichen Israel, dafür büßen? Die müssen die dafür büßen oder müssen die Deutschen dafür büßen? Und deswegen habe ich hier mal einen sensationellen, vielleicht sensationellen Vorschlag an die deutsche Bundesregierung. Und wenn man es wirklich ernst meint mit der Liebe für die Juden, es wurde ja sogar von einigen Politikern gesagt, wir sind alle Israelis, dass man sich für sie das Leben opfern würde. Okay, dann, ich habe eine super Idee. Damit können wir vielleicht den Weltfrieden retten und vielleicht sogar einen Weltkrieg verhindern. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Fläche von Israel sind 22.380 Quadratkilometer, Entschuldigung. Okay? Und die besetzten Gebiete 6.000, also Golanhöhen, Westjordanland, Gaza, 6.831 Quadratkilometer. Okay? Diese Fläche, das heißt 22.000 bis ungefähr 30.000. Ja, ich habe mal geguckt in Deutschland nach den Bundesländern. Okay? Und dann habe ich geguckt bei Wikipedia einfach mal Liste der deutschen Bundesländer nach Fläche. Und da steht da tatsächlich bei Sachsen-Anhalt, ja, 20.456,51 Quadratkilometer. Und dann steht ähnlich zu der Fläche von Israel. Ich denke, Wahnsinn. Dann habe ich das mal zusammengerechnet. Insgesamt dann, wenn man jetzt die besetzten Gebiete noch dazu nimmt, wäre Brandenburg. Wie wäre es, wenn wir es einfach so machen? Die haben doch alle hier in Europa gelebt, jahrelang. Warum schicken wir die von Deutschland und von Europa so weit weg? Warum gehen wir denn nicht Brandenburg? Ich meine, Ostpreußen, Westpreußen, Schlesien, Pommern, das haben wir auch alles weggegeben. Warum geben wir den Juden nicht als eigenen Staat Sachsen-Anhalt oder alternativ Brandenburg? Dass wir Deutsche zum Frieden beitragen. Ich meine, 1948, als die UN denen das Land zugeteilt hat, die haben ja vorher keine Umfrage gemacht, ob die Palästinenser damit einverstanden sind. Ich habe mal geguckt, im Jahr 1900 waren 3% der Bevölkerung dort Juden gewesen. Und jüdische Rabbiner sagen, diese Juden, die da eine Minderheit waren, die haben dort in Frieden gelebt die ganze Zeit. Ich meine, ja, die kann man ja dann da lassen sozusagen. Aber danach, dann wurde auf einmal 1948, das ist sozusagen das erste Projekt, oder 1947, 1948, wurden dann 55% der Fläche den Juden gegeben, obwohl die nur 30% der Bevölkerung waren und 45% den Arabern. Warum? Also machen wir doch einfach so. Guck mal, jetzt wird jemand sagen, ja, aber die haben sich doch da jetzt schon Häuser gebaut und haben sich da Länder angebaut. Ja gut, die Palästinenser hatten das ja vorher auch, die dann vertrieben worden sind. Naja, also man muss ja irgendwie, ne, man kann nicht mit zweierlei Maß messen. Guck mal, wenn die waren 900 bis 1000 Jahre in der Diaspora, haben nicht mehr dort gelebt, in Palästina, die Juden, die sind ja vertrieben worden von den Römern. Ja, wenn die sich in so kurzer Zeit, seit 1948, angepasst haben an die Begebenheiten, ja, dann werden die das ja locker schaffen, hier in Deutschland unser Europa anzupassen, wenn die nur 90 Jahre weg gewesen sind. Wäre das nicht eine super Idee? Wir sagen einfach, passt mal auf, Leute, wir machen das jetzt so. Ich meine, einfach mal die UN kontaktieren,
Die hat ja damals den Palästinensern auch das Land weggenommen. Die haben ja keine Umfrage vorgemacht. Hey Palästinenser, seid ihr einverstanden damit? Hör mal, wir geben jetzt euer Land, wir geben 55% davon, geben wir den Juden aus Europa, weil, ey, denen geht's voll schlecht, die werden verfolgt und so weiter, die kommen dahin. Wäre doch eine coole Idee, oder? Oder vielleicht holen wir die ganzen Palästinenser hier hin. Aber so wäre natürlich auch gut für die Rechtsradikalen. Wir sagen beispielsweise, guck mal, die ganzen heimatlosen Palästinenser, die hier sind, die kriegen wieder ihr Land. In Palästina ist so eine super Lösung. Haben wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben das Problem der ganzen Araber hier gelöst, die hier sind. Die ganzen Bösen, die jetzt auf die Straße gehen und sagen Free Palestine. Das ist ja unmöglich, dass man sowas sagt. Die sagen Free Palestine und dann sagen die auch noch, stopp den Krieg. Hör mal, am Krieg verdient Deutschland doch Geld, hör mal. Oder nicht? Ich weiß jetzt nicht konkret bei diesem Krieg, aber in der Regel verdient ja Deutschland immer mit Rüstungsexporten am Krieg. Die leben hier auf unsere Kosten und sorgen noch dafür, dass hier die Arbeitsplätze weggehen. Am Krieg verdient Deutschland doch meistens mit Rüstungsexporten. Da sagen die, stopp den Krieg. Ja, Israel bombardiert, sagen die. Wie können die sowas nur sagen? Von daher. Mein Vorschlag ist, wie gesagt, man sollte mal darüber nachdenken, weil es gibt jetzt so viele Diskussionen im Bundestag. Ich finde, wir Deutschen ich bin selber ein Deutscher, wir haben die größte Verpflichtung für die Sicherheit Israels. Warum sollen wir andere den ganzen Murks ausbaden lassen, den sie nicht veranstaltet haben? Warum geben wir Deutschen nicht ein Stück von unserem Land den Juden? Oder Zionisten, damit sie dort ihren eigenen Staat gründen können. Und die dürften ihn dann auch Israel nennen. Das wäre doch was Geniales, oder?